Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, euch zu sehen. Endlich wieder einen Gürzel nicht voll mit Jecken Menschen, die nicht nur Karneval feiern wollen, die auch Karneval feiern können und Karneval feiern dürfen. Und das ist für uns alle, ist das so, so, so wichtig. Und warum das so wichtig ist, das singe ich euch eben vor. Corona-Spuk ist fast vorbei. Das war eine Zeit so schwer wie Blei. Feiern durfte nicht mehr sein, nicht mehr zusammen, nur allein. Jetzt gehen wir langsam wieder raus, gehen im Kostümchen aus dem Haus. So richtig traut man dem noch nicht, doch ich weiß, was das mit euch macht. Denn wenn ihr lacht, kann ich es sehen. Ich sehe euch in den bunten Farben, mit den roten Nasen sehe ich euch lachen. Ich sehe euch und ich höre euch singen, mein Herz möchte springen. Jetzt merken wir wieder, wie schön das ist. Und es ist ganz unglaublich toll, dass nicht nur ihr da seid, ich darf auch dabei sein. Und wenn ich dabei bin, dann fange ich ja immer an mit meinem kleinen Jahresrückblick unter dem Motto, was sonst noch geschah. Das war in diesem Jahr so. Entschuldigen Sie die Wortwahl. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich barsch, aber das Jahr 2022 war doch einfach nur für'n Arsch. Dieser Virus und der Putin, die haben uns fertig gemacht. Wäre der Wendler nicht gewesen, hätten wir überhaupt nicht gelacht. Wir brauchen Karneval, das habe ich mir gedacht. Doch wie nicht anders zu erwarten, auch der Karneval fiel aus. Die Kapelle spielt auf YouTube. Selbst der Stelter blieb zu Hause. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. In England versinkt die Monarchie in Bruderhass, Habgier und Frust. Was bin ich dankbar, liebe Lisbeth, dass du das nicht miterleben musst. Du warst so wunderbar die letzten 60 Jahre. Ja, und im Sommer gab es eine Geschichte, die fand ich jetzt sehr witzig. Nicht alle, aber ich schon. Im Sommer gaben sich reiche Leute auf einer Insel unterkühlt. Denn 10.000 Fernwehpunker fuhren für 9 Euro nach Sylt. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Ja, aber jetzt wird's schwierig. Jetzt kommt eine Strophe, die ist so grottentraurig, dass ich öfter schon in dieser Session beim Singen auf der Bühne von Heulkrämpfen geschüttelt, zuckend zusammengesunken bin. So traurig ist die Stimmung. Ich probiere es immer wieder, aber grottentraurig geht so. Meine letzte Zigarette ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Da erlaubt die Ampel Cannabis. Und ich Idiot, ich rauche nicht mehr. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Und wir feiern wieder Karneval zusammen und hochmotiviert. Und hoffen, dass dieses neue Jahr nicht genauso scheiße wird. Das wäre wunderbar in diesem Jahr. Ich kann euch das versprechen, dieses nächste Jahr, dieses Jahr 2023 wird viel besser, viel besser. Denn im Jahr 2023 findet keine Fußball-WM statt. Die nächste Fußball-EM ist erst 2024. Und wo ist die? Hier, hier. Die müssen wir gar nicht boykottieren, das wird super. Ich meine, okay, letztes Jahr in Katar, das war Blödsinn, das war ungefähr so. Regenbogenbinde und die Hände vor dem Mund. Wir gaben uns moralisch, doch es lief nicht wirklich rund. Wenn etwas wirklich schrecklich ist, dann bleibt man besser zu Hause. Da machen wir den Mist doch lieber nicht mit. Da scheiden wir aus. Wir sind nicht dabei, das ist prima. FIFA korruptia. Wir scheitern beim Fußball, wir holen nicht den Pott. Und weil das besser klingt, nennen wir das dann Boykott. Ja. Aber habt ihr dieses Foto noch vor Augen? Die ganze Nationalelf beim Mannschaftsfoto, alle die Hände vorm Mund? War das peinlich? Das sah doch nicht aus. Wer ist auf die Idee gekommen? Oliver Bierhoff? Da muss man jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Unsere schöne Außenministerin Annalena Baerbock. Ja? Die hat ja, die Annalena Baerbock, die hat ja nicht nur eine Staatssekretärin und eine Bürovorsteherin, nein, die hat auch eine Stylistin.
Und diese Stylistin, die hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als nur unsere Außenministerin noch schöner zu schminken. Was meint ihr, was die verdient so pro Monat? 7.500 Euro. Ich finde das völlig okay. Wir haben uns 16 Jahre auf der internationalen Bühne von Angela Merkel vertreten lassen. Dann darf man jetzt auch mal eine schöne Außenministerin ins Rennen schicken. Und ganz ehrlich, wir haben schon für gröberen Blödsinn 7.500 Euro ausgegeben, oder? Ich finde das völlig okay. Und wisst ihr, was ich noch okay finde? Dass dieser schöne amerikanische Schauspieler George Clooney jeden Morgen eine geschlagene Stunde in seinem Badezimmer steht, vor dem Alibert. Und dann wiederholt er eine Stunde lang mantramäßig immer den gleichen Satz. Spieglein, Spieglein an der Wand, who the fuck is Robert Habeck? Wir haben nicht nur eine schöne Außenministerin, wir haben auch einen schönen Wirtschaftsminister. Ja, und der hat auch einen Job ausgeschrieben, und zwar einen Job für einen Fotografen, der ihn ablichten soll die nächsten 3 Jahre bis zum Ende der Legislaturperiode. Und was soll der verdienen? Na? In den 3 Jahren? 350.000 Euro. Ich finde das nicht nur völlig okay, ich habe mich direkt beworben. Im Kabinett ist er, ganz klar der Netteste, wenn ihn nicht immer die Gedanken quälen. Egal wie schön der ist, wenn der alleine ist, fragt er sich, ob die ihn wohl wieder wählen. Die Frage ist hier, ob er die Wahlplakate ziert. Gibst du mir 300.000 oder 4? Mach ich ein super Shooting, ein endgeiles Foto von dir. Mensch Robert Habeck, ich mach dir ein Foto, ein schickes Foto von dir. Beim Tippschein abgeben fürs Lotto oder bei Curry, Wurst und Bier. Mensch Robert Habeck, ich mach dir ein Foto, voll Erotik und voll Harmonie. Dann wirst du außer Wirtschaftsminister noch Topmodell von Germany. Muss man ganz ehrlich sagen, der Robert Habeck sieht super aus. Ne? Das ist immer, du darfst keinen Mann fragen. Die Männer schütteln alle mit dem Kopf. Fragst du eine Frau, der Robert Habeck sieht super aus, oder? Ja, da wird genickt. Aber man darf auch eins nicht vergessen. Dieser Robert Habeck, der ist rattenjung. Wissen Sie, wie alt der Robert Habeck ist? 53. Der Mann ist 53, der junge Dachs. Ich bin in der Corona-Pause völlig überraschend 60 geworden. Ich bin 60 geworden. Und ich hätte es beinahe nicht mitgekriegt. Wenn du 60 wirst, verändert sich dein Körper. Es gibt diesen Tag, diese eine Nacht, da gehst du abends ins Bett, bist noch 59. Am nächsten Morgen wirst du wach und du bist 60. Und in dieser Nacht, da ist der Wind of Change durch dein Schlafzimmer gefegt. Dein Körper hat sich verändert. Die Augen schalten um von Adler auf Maulwurf. Die Haare wandern von der Kopfhaut ins Ohr. Ist egal, du hörst ja sowieso nichts mehr. Aber das Schlimmste ist, die Damen kennen das nicht, aber die Männer werden gleich wissend nicken. Das Schlimmste ist, sei ehrlich, die Blase. Die Blase schaltet um von Halbtags auf Nachtschicht. Da gewöhnt man sich dran. Aber wenn du von so einer kultivierten Karnevalssitzung kommst, du hast minimale Mengen Kölsch im Körper und dann wirst du nachts um 3 wach, dann kannst du ein Problem kriegen, nämlich wenn das so ist wie bei mir zu Hause, meine Frau hat beschlossen, wegen der Energiekrise senken wir nachts die Heizungstemperatur auf 8 Grad Frostwächter. Wenn du 3 Uhr nachts wach warst, nach der Karnevalssitzung, so eine volle Blase, 8 Grad Frostwächter. Und du turnst nackend durchs Haus und suchst das Badezimmer, da glaubst du nicht, dass du 60 bist. Da tippst du auf 87 oder 103 oder so. Und woran liegt das? Als es begann, dachte ich, das kriegen wir schon klar. Sparen wir halt alle Energie. Wird's im Wohnzimmer kalt, darf halt der Hund aufs Sofa. Wir kommen durch den Winter irgendwie. Doch dann wurd's kalt, rattenkalt. Ich sitz im Haus und denk, ich steh im Wald. Es zieht bei uns rein. Wow, oh, oh. Boah, was haben wir gefroren.
dann fing's an zu schneien. Wow, oh, oh. Ich hab Eiszapfen an den Ohren. Es zieht bei uns rein. Wow, oh, oh. Mein Atem nimmt mir jede Sicht. Und soll das Gas alle sein? Wow, oh, oh. Bei Putin kaufen wir es nie im Leben. War das ein Lied? War das ein Lied? Sweet Caroline von Neil Diamond, 1970, die 70er, meine Zeit. Sie können es nicht kennen, Sie waren damals noch nicht geboren. Ja, was hatten wir in den 70er Jahren für Musik? Kennen Sie das noch hier? She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair was blowing in the midwinter wind. I don't know how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah, 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 ah. Wahnsinn, oder? Alle Mann am Lagerfeuer, jeder ein Mädchen im Arm, nur ich, Idiot, eine Gitarre. Ja. Oder 1974, da hatten wir. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Wahnsinn, oder? Aber 1974, da hatten wir auch ein echtes Scheißlied. Entschuldigen Sie den Ausdruck, es gibt keinen anderen Begriff dafür. Es war einfach ein Scheißlied. Kann sich noch jemand von Ihnen rudimentär erinnern an Olay, wir fahren im Puff nach Barcelona? Hä? War das schrecklich? Olé, wir fahren im Puff nach Barcelona. Fürchterlich. Und was haben wir das gegrölt? Jeden Abend, 10-mal auf jeder Party. Weiß noch jemand, wie die Band hieß? Die drei Besowskis. Wenn heute ein Lied auf den Markt käme mit dem Titel Olé, wir fahren im Puff nach Barcelona von den drei Besowskis, das würde sofort verboten. Und das finde ich auch wieder falsch. Wisst ihr, ich habe ein Radio zu Hause und an dem Radio ist vorne ein Knopf dran. Und wenn mir ein Lied nicht gefällt, dann kann ich das ausschalten. Das muss niemand verbieten. Und ich kann mir selber aussuchen, auf welche Party ich gehe. Ich bin nämlich schon groß. Das muss mir niemand vorschreiben. Ich finde das total super, dass wir so viele verschiedene Meinungen haben, weil davon lebt unsere Demokratie. Nur wenn einer meint, seine Meinung wäre so superklasse, dass man alle anderen direkt verbieten kann, dann hat das mit Demokratie nichts zu tun. Und wenn dann ein Lied auf den Markt kommt, das so dämlich ist, dass man es gar nicht mitsingen kann, ja, dann machen wir halt einen neuen Text, oder? Neulich im Gürzenich, da stand ein Mann, hat eine rote Jacke an. Komm mal her, sagte er zu mir, trink doch eine mit. Und nach 5 Bier sah der so richtig glücklich aus. Dann holte er aus der Jacke ein Foto raus. Guck dir das mal an, damit du siehst, was ich bin und was du nicht bist. Ich bin ein Funk. Und meine Tanzmarie heißt Jutta und die ist ziemlich gut im Futter. La 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 Jutta, la 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 la. Ich bin ein Funk und meine Tanzmarie heißt Carmen. Die kennt man tanze keiner Barmen. La 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 Carmen, la 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 la. Ich bin ein Funk und die Marie, die heißt Konstanze. Ja, die kann Poppe, Kartel, Tanze. La 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 Konstanze, la 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 la. Was meint ihr, wie viel Strophen wir da bis Aschermittwoch zusammenkriegen? Ich schreibe ja jeden Tag eine neue. Klappen nicht alle, gestern die war nix, gestern die war so. Ich bin ein Funk und meine Tanzmarie heißt Uschi. Jetzt sing ich besser nicht mehr weiter. La 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 la. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass wir wieder Karneval feiern können. Ich finde das so toll. Das sind keine 1,5 Meter Abstand hier, das ist toll, ich finde das großartig. Aber es gibt auch in dieser Session immer wieder melancholische Momente, Momente, wo man nachdenklich wird, wo man sich fragt, machen wir alles richtig? Aber dann stehe ich am Auto oder im Foyer und da kommt ein kostümierter Mensch auf mich zu und sagt, Mensch, Bernd, danke, ich habe so lange nicht mehr vernünftig gelacht, das war richtig gut getan. Dann denke ich, wir machen schon ziemlich viel richtig. Aber dieses neue Lied...
Mein neues Lied für diese Session hat auch eine nachdenkliche Seite und trotzdem ist es vielleicht jetzt schon mein Lieblingslied. Und am Ende kommt es bei einem Karnevalslied ja nur auf eins an. Können die Jecken am Ende mitsingen? Mal ausprobieren. Und bei diesem Lied habe ich Unterstützung. Nicht nur von dem wunderbaren Orchester Markus Quoth, sondern auch von einem unglaublich netten jungen Mann aus der Weltelite der klassischen Musik. In der Bahnhofsgaststätte sitzt seit Stunden schon ein Mann. Adrett gekleidet mit Krawatte sitzt er da vor seinem Bier. Er sieht fast erfolgreich aus, er hat einen teuren Anzug an. Aber um 11 Uhr vormittags, mein Gott, was macht er denn jetzt hier? Am Tresen steht der alte Kerl, er steht da wie an allen Tagen. Er sieht den grauen Mann und er geht lächelnd auf ihn zu. Er sagt, ich muss dir heute mal was ganz Wichtiges sagen. Tu mir bitte den Gefallen und hör mir einfach zu. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Keiner von uns kommt hier lebend raus. Also liebe, leide, lache, du kannst heute alles geben. Spar nicht einen Moment für irgendwann später auf. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend lass es krachen, lass es beben. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. Sie feiert ganz allein Geburtstag, 52 Jahre. Soll's das jetzt schon gewesen sein, da ist Melancholie. Es sagt sich so leicht, von der Wiege bis zur Bahre. Sie steht nicht mehr am Anfang, nein, sie nähert sich dem Ziel. Sie hält den Schlüssel im Schoss, er steht mit Blumen vor der Tür. Er lächelt fast so schüchtern wie vor 23 Jahren. Er sagt, ich freu mich unbändig auf die Zeit mit dir. Ach ja, und da gibt's eins, das möchte ich dir noch sagen. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Kommt hier Leben raus. Also liebe, leide, lache, du kannst heute alles geben. Spar nicht einen Moment für irgendwann später auf. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend lass es krachen, lass es beben. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist. Du bist nicht des Lebens fette Beute. Der Tag, was Neues zu beginnen, der ist gerade heute. Versuch doch nicht dem Leben mehr Jahre zu geben. Gib den Jahren, die jetzt kommen, mehr Leben.
liebe Freunde, was für ein toller Auftritt. Zum einen